Dankeschön. Schönes Lied. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg, sind wir eine neue Schöpfung, haben wir Vergebung, haben wir den Segen, haben wir alles. Und der Engel kam auf die Erde zu Weihnachten und sagte den Hirten, euch ist heute der Heiland geboren. Halleluja, preis dem Herrn. Ja. Mein Thema heute ist, was Pfingsten uns brachte, was haben wir vom Pfingsten? Und da lese ich die Geschichte, Apostelgeschichte 2 von 2, Vers 2. Und ich werde das nächste Wochenende, das ganze Wochenende über den Heiligen Geist sprechen, über Pfingsten, was da alles passiert ist. Was brachte uns Pfingsten? Und da heißt es, und es geschah schnell ein Brausen am Himmel wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und es setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen und sie wurden alle voll vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Zungen, in anderen Sprachen, nachdem der Geist gab, auszusprechen. Der Herr möge sein Wort segnen. Weihnachten kam Jesus, ja, da kam Pfingsten, Ostern, das sind die großen Feiertage der Christen. Ostern, wir haben einen lebendigen Heiland, der Heiland lebt, Halleluja, ja. Und bei den Juden, ja, da wurde Pfingsten das Gesetz gegeben, also auf dem Berg Sinai. Und wir haben durch den Heiligen Geist auch ein neues Gesetz bekommen. Ja, mit Pfingsten hat für uns das Gesetz aufgehört. Und jetzt begann das Gesetz des Geistes, der Gegenwart Gottes, etwas ganz Neues. Ja, die Freiheit des Geistes. Und ich werde am Sonntag darüber sprechen, die wahre Freiheit. Was ist die wahre Freiheit? Ja. Pfingsten war bei den Juden ein Fest der Erstlingsfrüchte, der ersten Ernte in Israel und auch hier auf der, im Geistlichen durch die Gemeinde Jesu. Da bekehrten sich 3000 Menschen auf einem Schlag. Stell dir mal vor, die fragten, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und der Heilige Geist kam zurück. Wir wissen, wie vor der Sintflut heißt es, und der Geist Gottes wurde von der Erde weggenommen. Es gab keinen Heiligen Geist. Ja. Und jetzt ist der Heilige Geist bei uns ewiglich, so hat Jesus gesagt, er wird bei uns bleiben bis in alle Ewigkeit, er wird nicht mehr zurückgenommen. Der Heilige Geist bleibt bei uns, begleitet uns, bis wir im Himmel sind und auch im Himmel wird der Heilige Geist uns weiter begleiten, uns einführen in die Wohnung Gottes, was da alles passiert. Die Gabe des Heiligen Geistes ist nicht nur vorübergehend, sondern etwas Dauerhaftes, etwas Bleibendes. Ja? Der Heilige Geist ist eine Gabe des Vaters, eine Erhörung Jesu. Jesus sagt, ich werde in den Himmel gehen und den Vater bitten, euch den Tröster zu senden. Und es ist gut, dass ich weggehe. Es ist gut sogar, dass ich weggehe, sonst kann der Heilige Geist nicht kommen. Da können nicht zwei Gottheiten auf dieser Erde wirtschaften, entweder Jesus oder der Heilige Geist. Ja? Und ich werde den Vater bitten und er wird euch den Heiligen Geist, diesen Tröster, diesen Parakletos senden. Der Heilige Geist kam nicht von selbst, es ist die Erhörung des Gebetes Jesu. Ja. Es geschah durch das Wirken der Gottheit, Vater und Sohn arbeiteten hier zusammen, um uns zu stärken, um uns beizustehen, um Gottes Werk hier fortzusetzen, um kreativ zu sein. Ohne den Heiligen Geist wäre die Erlösung unvollendet. Unvollendet, ja. Durch den Heiligen Geist kam frischer Wind in diese Welt und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, wie das ein gewaltiger Wind oder ein Sturm und erfüllte das ganze Haus. Ja, ein Zeichen, dass Gott wirkt. Und in Johannes 3 hat der Herr Jesus gesagt zum Nikodemus, der Heilige Geist ist wie ein Wind, er wirkt, wo er will und passiert, was passieren soll. Ja, es ist ein göttliches Ereignis. Winde kannst du nicht kontrollieren, auch bis heute nicht. Es ist einfach wetterbedingt. Ja, es kommt irgendwo über den Golfstrom zu uns hier, die Passatwinde, welche Wind auch immer ist. Der Wind bringt neue Ströme, neues Klima. Jetzt wird es so warm draußen, stellen wir vor. Eine neue Strömung, eine ganz neue Bewegung, ein ganz neues Gesetz. Ja. Hier hat der Vater Gott uns den Tröster gesandt, den Tröster, weil das brauchen wir in dieser Welt, den Tröster, diesen Beistand. Ja, der Heilige Geist ist ein Geist vom Vater, geht vom Vater aus, so wie Jesus auch vom Vater ausgegangen ist. Er musste uns gesandt werden. Ja, er war nicht da, aber er ist jetzt da, Lob und Dank, Halleluja. Er hat sich in den Himmel zurückgezogen damals, aber jetzt ist er wieder auf dieser Erde und wirkt, ja. Wahrscheinlich, ja, weil die Menschen sich damals nicht tragen ließen vor der Sintflut, hat Gott den Geist weggenommen. Und bei der Schöpfung war der Geist über die Urflut und brütete. Ja. Auch heute, ja, der Heilige Geist ist da. Maria wurde vom Heiligen Geist überschattet. Ein Engel sagte zu ihr, was
von ihr geboren wird, das ist vom Heiligen Geist. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen, den Tröster senden. Und Jesus ist da, dieser Heilige Geist ist was anderes. Was hat uns Pfingsten gebracht? Ja? Warum hat Jesus den Tröster uns genannt? Ja, es gibt viele Gründe. Wir brauchen Trost in dieser Welt, denn wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Wir sind in der Endzeit, Geschwister. Mit Jesus begann die Endzeit und ja, da passiert so viel. Der Antichrist wird kommen. Wir brauchen den Beistand, den Tröster und es begann eine neue Zeit. Ja, wir müssen Trost bekommen. Wir werden leiden, wir werden Drangsal durchmachen. Die Zeit des Kampfes ist da, wo Licht und Finsternis sich streiten, wo die Hölle toben wird. Wir brauchen Frieden, den Tröster, den Tröster. Der Heilige Geist ist das Tröster und es ist passiert. Ja, der Tröster kam zu Pfingsten, als wir alle einmütig beieinander waren. Der Tröster bringt Trost, bringt Kraft. Er ist unser Helfer. Ja, er steht uns zur Seite in schwierigen Stunden. Der Heilige Geist, ja, wir bezeugen, der Heilige Geist überzeugt, überführt die Welt. Die Erlösung ist ein Werk des Heiligen Geistes und niemand kommt zum Glauben, es sei denn, der Heilige Geist wirkt, ja, und überzeugt die Menschen. Ohne den Beistand des Heiligen Geistes, den Tröster, erreichen wir nicht unser Ziel. Wir brauchen den Tröster, Tröster, dass er uns beisteht, dass er uns Mut macht, dass er uns ermutigt. Ja, ohne den Heiligen Geist werden wir Gott nicht verstehen. Und deshalb ist es gut, dass der Tröster da ist. Er wird euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ihr könnt es nicht behalten. Ich brauche auch nicht aufschreiben und auch nicht aufnehmen auf Tonband oder auf CD oder auch was auch immer. Ja. Der Heilige Geist wird euch erinnern. Wir sind in dieser Welt führungslos. Wir haben keine Orientierung. Aber der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Ja. Ohne den Heiligen Geist geht diese Generation verloren. Ohne den Heiligen Geist können wir uns nicht bekehren. Der Heilige Geist überführt uns von der Sünde und zeigt uns, wie wir Jesus aufnehmen sollen, was da alles passieren muss. Ja, und ohne den Heiligen Geist kann niemand Jesus Herr nennen, heißt es einmal in der Bibel. Ja, ohne den Heiligen Geist erkennt niemand Jesus. Nur nebenbei, was hat uns der Heilige Geist gebracht? Ein neues Wissen über Jesus. Jesus, er, ja, sagt, der Heilige Geist wird mich verklären, ja, verdeutlichen, mich übersetzen, ja, auch unsere Gebete. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebetes und der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Ja, ohne den Heiligen Geist bekommen wir keine Vergebung der Sünden. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, das alles macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist arbeitet auch daran, dass wir die Frucht des Geistes bringen können. Ohne den Heiligen Geist können wir gar nicht beten. Wir wissen nicht einmal, was wir beten sollen. Aber der Geist der Gottheit, die die Gottheit erforscht und unsere Tiefen erforscht, weiß, was es ist. Und wir beten in einem Seufzen vor dem Thron Gottes. Darüber werde ich in den nächsten Tagen noch einiges sagen. Ja. Mit einem unaussprechlichen Seufzen stehen wir vor dem Thron Gottes. Im Himmel wird nicht Deutsch gesprochen, auch nicht Englisch und nicht irgendwie Chinesisch oder was weiß ich. Dort wird Himmlisch gesprochen. In Deutschland spricht man Deutsch, aber im Himmel spricht man Himmlisch. Der Heilige Geist spricht die himmlische Sprache. Und wir können Herr sagen. Ja, der Heilige Geist füllt uns, erklärt uns. Ja, der Heilige Geist macht uns vor Gott verantwortlich. Ja, bei Gott kommen wir an. Das hat er gesagt in der und der Sprache in Deutsch. Aber wir übersetzen als Dolmetscher. Ja, der Heilige Geist ist der Gottes Dolmetscher. Ohne den Heiligen Geist können wir gar nicht lieben. Die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Ohne den Heiligen Geist wären wir lieblos, hartherzig, was auch immer ist. Ohne den Heiligen Geist würden wir niemals in die Gegenwart Gottes kommen, dürfen vor Gott gar nicht erscheinen. Du denkst, dass der liebe Gott Deutsch spricht? Vergiss das. Gott spricht nicht Deutsch. Gott spricht himmlisch. Das ist die Sprache des Himmels. Ja. Dort hätten wir nichts zu melden ohne den Heiligen Geist. Deshalb hat Gott den Heiligen Geist gesandt, damit er bei uns bleibe ewiglich und damit wir im Himmel himmlisch sprechen, weitersprechen, diese Sprache weiter behalten, ja, damit uns von unserer Seite nicht weiche. Ja, er ist unser Wächter, unser Aufpasser. So wie Gott uns seinen Sohn gab, so gab der Herr Jesus auf die Bitte des auf seine Bitte hin den Heiligen Geist, Johannes 14, Vers 18, Vers 16. Er gab uns den Heiligen Geist, damit wir erfolgreich kämpfen können, die Waffenrüstung des Geistes. Was hat der Heilige Geist uns gebracht? Was hat Pfingst uns gebracht? Die Waffenrüstung.
Wir beten in Sprachen, wir beten nicht Deutsch, wir beten in Sprachen und wir kämpfen einen ganz anderen Kampf. Jesus sagt, ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster sende, einen anderen Heiland, ja, einen anderen Erlöser gebe, dass er euch etwas gibt, womit ihr was anfangen könnt, dass ihr Mission treiben könnt, eine Sendung habt. Ja, Jesus sagt, ich werde bitten den Vater und der Vater wird mich erhören. Und Pfingsten passiert das. Als Pfingsten geschah, waren sie einmütig beieinander und 120 Leute wurden erfüllt mit dem Geist. Plötzlich setzten Feuerzungen auf jeden von ihnen und sie fingen an zu predigen, zu weissagen. Ja? Ohne die Fürbitte Jesu wäre der Heilige Geist nie gekommen. Der Heilige Geist wäre von sich aus nicht mehr auf die Erde gekommen. Der war schon mal da. Die Leute ließen sich nicht sagen vom Heiligen Geist, was auch immer war. Ja? Und der Heilige Geist hätte auf diese Erde nicht mehr gewagt. Aber durch Jesu, durch die Versöhnung mit Gott, konnte der Heilige Geist kommen. Zuerst gab der Vater seinem Sohn uns den Sohn und der Sohn sagte, ich werde den Weg bereiten für den Heiligen Geist und ich verantworte es. Und der Vater sandte den Heiligen Geist, weil Jesus verantwortete, er hat sich versöhnt, Gott, die Gottheit versöhnt, es war passiert und ich werde erfüllt vom Heiligen Geist. Ja, den Beistand, den Tröster, was auch immer es. Der Heilige Geist nimmt den Platz ein, den Stellvertreter auf Erden, den Heiligen Geist, ja. Der Heilige Geist verrichtet die Arbeit Jesu weiter, ist der verlängerte Arm Gottes auf dieser Welt. Ja? Nicht du wirkst, du bist nur das Werkzeug des Heiligen Geistes, mehr nicht. So wie Paulus, von ihm heißt es, und er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Durch den Heiligen Geist, Paulus wurde auch erfüllt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein anderer Tröster, der andere Gott, die andere Seite der Gottheit. Ja, Gott hat verschiedene Seiten. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ja? Eine andere Wirklichkeit. Der Heilige Geist nimmt den Platz, die Position Jesu hier auf Erden ein und dient, so wie Jesus hier gedient hat, bloß mannigfaltig, weltweit, überall. Ja, er dient überall. Jesus selbst macht Platz für den Heiligen Geist. Er wird mir einen anderen Beistand senden, einen anderen Tröster. Mach dich gefasst. Jesus ist unser Tröster, bis wir die Erlösung begriffen haben, bis wir das kapiert haben. Ja, Jesus war unsere erste Anlaufstelle und jetzt ist die zweite Anlaufstelle der Heilige Geist. Jesus ist der erste, ja, mit dem wir Kontakt mit Gott bekommen, der erste Kontakt mit der Gottheit und der Heilige Geist ist der zweite Kontakt. Ja, Jesus ging zum Vater und der Heilige Geist bleibt bei uns. So, Gott gab den Menschen seinen Odem, pustete sie dann und sie wurden voll und ja, und später pustet auch Jesus die Jünger an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist, wer mir die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Ja? Wer mir mit dem Himmel ausschließt, dem ist es aufgeschlossen. Ja? Aber jetzt sitzt Jesus zur rechten Hand der Majestät des Vaters. Seine Aufgabe ist im Himmel für uns zu beten. Ja? Und der Heilige Geist, seine Aufgabe ist uns zu dienen. Ja? Johannes 14, Vers 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, und wir haben ja das Lied von in dem Namen Jesu gehört, ja, in meinem Namen, er wird euch alles lehren, alles erinnern, was ich euch gesagt habe, ja, er wird uns ja, den Sieg geben, den Glauben geben, die Kraft geben, ja, die Ausdauer geben, er wird uns ermutigen. Der Heilige Geist ist ein Erinnerer von Jesus. Er erinnert uns an die Worte Jesu, was er gesagt hat. Du kannst nicht behalten. Stell dir vor, damals haben sie kein Tonband gehabt und keine Videokamera. Ja, und der Mensch konnte das nicht alles behalten. Aber der Heilige Geist hat es alles aufgezeichnet und er wird es euch erinnern. Ja, er erinnert uns an das, was vollbracht wurde. Ja, welche der Geist Gottes leitet, heißt es in meiner Bibel, die sind Kinder Gottes. Die sind versiegelt durch den Heiligen Geist für alle Ewigkeit. Ja. Gott regiert hier auf dieser Erde durch den Heiligen Geist, nicht durch uns, durch den Heiligen Geist, meine Lieben. Ja? Gott offenbart sich hier auf Erden durch den Heiligen Geist. Wir sind nur seine Werkzeuge, sein Sprachrohr, sein Werkzeug. In dieser Zeit regiert Jesus uns durch den Heiligen Geist. Ja? Hier hat der Heilige Geist das Sagen. Wer den Geist nicht hört, der hört Jesus nicht. Wer den Geist nicht glaubt, glaubt Jesus nicht. Wer den Heiligen Geist beleidigt, der beleidigt Jesus.
Und deshalb heißt es in der Bibel einmal, alle Sünden werden vergeben gegen den allmächtigen Gott, gegen Jesus, aber die Sünde wie den Heiligen Geist wird nicht vergeben, weil es gibt keine andere Instanz mehr, die uns sagt, guck mal, geh zu Jesus. Ja? Wer den Heiligen Geist bekämpft, der bekämpft Jesus. Ja? Der Heilige Geist ist dieser Parakletos, dieser, der die Herzen tröstet, der die Gedanken tröstet, das Gefühl tröstet, den Verstand tröstet. Wenn du den Heiligen Geist beleidigst und ablehnst und die Sünde wieder den Heiligen Geist begehst, gibt es keine andere Versöhnung. Ja? Nur Jesus, wenn du dich gegen Jesus versöhnst, der Heilige Geist ermahnt dich, pass auf, was du machst. Ja? Ohne Jesus wäre der Tröster nie gekommen. Wer Jesus nicht annimmt, der kann auch den Tröster nicht annehmen. Ja? Die Voraussetzung, dass du den Tröster aufnimmst, ist, dass du Jesus aufnimmst. Ja, in diese Welt ist er gekommen. Ja, durch den Heiligen Geist treten wir in die Herrlichkeit Gottes ein. Halleluja, Lob und Dank und Preis. Ja, durch den Heiligen Geist werden wir selbst Heilige. Ja, der Heilige Geist heiligt uns. Der Heilige Geist ist keine zeitliche Begrenzung. Die Gabe, ja, die Gott uns gegeben hat, die wird immer und alle Zeit bei uns bleiben. Der Heilige Geist bringt uns die Geheimnisse Gottes. Deshalb auch die Frage, die ich gestellt habe, was bringt uns Pfingsten? Was hat uns Pfingsten gebracht? Ja, du siehst eine ganze Menge. Ohne den Heiligen Geist würden wir gar nicht weiterkommen. Der Heilige Geist engagiert sich für uns. Ja, ist der Gottes Stellvertreter hier auf Erden. Ja, unsere Vertretung, unsere Botschaft ist im Himmel. Ja, er nimmt uns unsere Gebete, bringt vor Gott dar, als ein Anliegen und dolmetscht. Jesus bereitet uns die Wohnung im Himmel und der Heilige Geist bereitet uns für die Wohnung im Himmel. Hier auf dieser Erde, damit du weißt, wie man im Himmel alles bedient. Das ist alles viel komplizierter als hier auf dieser Welt. Wir kommen jetzt schon mit so vielen Sachen nicht mehr zurecht, verstehst du, von der Technik. Aber was Gott hier den Menschen gegeben hat durch die Technik, da kommt die Welt gar nicht mit. Ja, gewaltig ist das, was Gott uns gegeben hat. Und der Heilige Geist bereitet uns für diese Wohnung vor, in aller Liebe. An Pfingsten traten auf ja, ein gewaltiges Brausen und Feuerzungen. Und das hat Pfingsten uns gebracht. Brausen und Feuerzungen zerteilt und das setzt sich auf jeden Einzelnen. Und jeder hat etwas bekommen. Auch die Maria, auch die Frauen waren dort versammelt. Gott offenbart sich im Wetter. Er treibt uns an durch den Heiligen Geist. Selbst wenn wir Gegenwind haben, wir können die Segel kreuzen und dann geht es wieder weiter. Ja. Pfingsten wurde von einem Brausen begleitet. Das Brausen war was zu hören. Also Pfingsten ist etwas Sichtbares, Fassbares, Glaubbares. Ja. Bevor du was glauben kannst, musst du was hören. Aus nichts kommt nichts. Ja. Und dann siehst du diese Feuerzungen. Das ist Pfingsten. Die Stille wurde durch den Heiligen Geist durchbrochen. Gott brach hinein in diese Welt wieder ganz neu. Machte die Menschen unruhig, da fragten sich die Leute, was soll das werden, wo führt das noch hin? Dieser geheimnisvolle Wind ist kein gewöhnlicher Wind. Also es ist nicht da irgendwie tief oder hoch. Nein, es ist ein Wirken vom Heiligen Geist aus der allerhöchsten Stelle. Dieser Wind erfüllte das ganze Zimmer, wo die Jünger saßen. Die Stille wurde plötzlich durchbrochen. Sie haben einander nichts mehr zu sagen gehabt. Und als sie fertig waren miteinander, hat Gott angefangen zu sprechen. Für die Leute wurde es unheimlich. Es war ein Rauschen, ein Sturm, eine Offenbarung der Macht Gottes. Ja. Es war der Wind des Lebens, der Odem Gottes, ein Zeichen des Himmels. Ja. Was Pfingsten brachte, ja, gut, dass du fragst, ja, der Wind Gottes, der wirbelt wieder alles ganz neu auf. Ja. Gott beginnt zu kontrollieren. Der Wind weht, wohin er will, heißt es in Johannes Kapitel 3, Vers 8. Und man hört sein Geräusch. Kann aber nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Plötzlich bist du eine neue Kreatur. Ja, in dem Namen Jesus sind wir eine neue Schöpfung. Das war in diesem Lied. Ja, eine neue Schöpfung. Seit jeher besteht eine Verbindung zwischen dem Heiligen Geist und dem Wind Gottes und den Winden Gottes. Durch den Odem Gottes werden wir lebendig gemacht. Plötzlich werden wir aufgerichtet. In Bewegung gehalten, auf dem Trab gehalten. Ja? Der Heilige Geist rüttelt die Jünger auf. Was soll das werden? Auch nicht nur die Jünger, sondern alle, die in Jerusalem waren an diesem Tag. Ja? Die werden plötzlich angeregt, aufgeregt, was auch immer ist.
Wenn der Heilige Geist kommt und wirkt, Menschen werden aufgeregt und angeregt. Ich lese von Simeon, ja, diesem alten Priester, der wurde angeregt vom Heiligen Geist. Geh in den Tempel heute, du wirst was erleben, was du noch nie erlebt hast. Und dann kommt er und dann denkt er, ich bete, also beten kann ich dort. Und dann kommt dieses Pärchen, Maria und Josef mit dem Jesuskind. Und dann nimmt er das Kind und segnet und sagt, jetzt kann ich heimgehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Der Heilige Geist stärkt die Jünger, ja, ermutigt die Jünger, belebt die Jünger, erfrischt die Jünger, bringt sie auf die nächste höhere Stufe, auf einen neuen Level, in eine neue Dimension. Ja. Der Heilige Geist begeistert Menschen. Ja, auch Begeisterung gehört zum christlichen Leben, dass ich von Gott erfüllt bin. Halleluja, dass ich lobe und preise. Vielen Christen fehlt die Begeisterung für Jesus. Ja. Gott ist Feuer und Flamme. Für uns, also ich bin begeistert, Feuer und Flamme, ein Herz und eine Seele waren die ersten Christen. Wenn wir für Gott nur noch ein bisschen qualmen, das ist nicht viel. Wir müssen brennen für Gott. Und deshalb setze ich auf jeden Einzelnen hier die Flamme, auf jeden Einzelnen. Seit Pfingsten gibt es dort ein Entweder-Oder. Entweder bin ich vom Heiligen Geist getrieben oder nicht. Entweder bin ich von Gott begeistert oder nicht. Halleluja, Lob und Dank. Und dann gehst du weiter wie eine Dampfmaschine. Wir haben viele Enttäuschungen in dieser Welt, im geistlichen Leben. Ja, gibt es viele Rückschläge. Doch Gott zeigt uns durch den Heiligen Geist, dass er immer noch derselbe ist. Wir einst war vor Zeiten, vor der Sinnflut und vor der Schöpfung oder bei der Schöpfung, der Heilige Geist brütete auf diese Urflut, so heißt es in der Bibel, und hat was ausgebrütet. Ja, Leute sind ausgebrannt. Sie waren einmal Feuer und Flamme für Gott. Ja, da ist mal was gewesen, aber da erkaltete die erste Liebe. Bei vielen ist die Liebe erkaltet. Sie brauchen wieder ein neues Pfingsten, eine neue Salbung. Ja, wir brauchen wieder leidenschaftliche Begeisterung für unseren Gott, dass wir tanzen, jubeln, jauchzen, jodeln. Ach, was weiß ich, was wir alles noch machen können für den Heiland. Ja. Die Begeisterung für Jesus vertreibt die Bitterkeit, die Traurigkeit. Ja. Die Begeisterung für Jesus, da... Ja, das ist das Leben ganz anders. Da lebt sich viel leichter. Das schüttelst du und sagst Lob und Dank. Halleluja. Das ist eine Begeisterung für den Glauben. Du bist begeistert für die Bibel, für das Wort Gottes, kannst nicht lassen. Für das Reich Gottes. Du trachtest nach dem Reich Gottes. Wo kriege ich noch mehr? Wo gibt es noch mehr Salbung? Und es ist so wichtig, dass wir begeistert sind für Gott, für die Natur, für unsere Bestimmung, für unsere Erwählung, was auch immer gewesen ist. Ne? Begeisterung für das Positive. Hier ist gut sein, lass uns gleich zwei Hütten bauen. Dir eine, Moses eine und dem Elia. Ja. Begeisterung für das Schöne und Gute. Die Kirche hat so viel Schönes geschaffen in den Jahrhunderten. Ich denke nur an Michelangelo und viele andere Künstler, die was gemacht haben. Die waren begeistert von Gott. Ja, die waren begeistert von Gott. Und sie haben was Schönes geschaffen. Das Feuer Gottes in uns vertreibt die Bitterkeit in aller Liebe. Die Leidenschaft für Gott vertreibt die Bitterkeit. Da kannst du nicht bitter sein. Da musst du fröhlich sein. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wer für Gott begeistert ist, der wird nichts vermissen. Der wird nichts entgehen. Ja, der wird alles verschmerzen können. Das ist, was mir Pfingsten gebracht hat. Begeisterung. Halleluja. Ja, was hat Pfingsten uns gebracht? Begeisterung. Sie waren voll Heiligen Geistes und sie haben gesprochen in anderen Sprachen und jeder von diesen 15, 17 Leuten, Nationen, die dort anwesend waren, haben in ihrer Muttersprache verstanden, was das zu sagen hat. Ja, das Positive, das Gute. Und dann erst Petrus tritt auf und predigt. Vorher haben sie nur ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Ja, es hat sie stark gemacht, mutig gemacht, beredet gemacht, schlagfertig gemacht. Das bringt Pfingsten, das macht der Heilige Geist. Ja, immer ein passendes Wort im richtigen Augenblick, dieses Kairos. Und ja, dieses Rema, ja, und du bleibst keinem Menschen schuldig. Wenn der Heilige Geist da ist, bleiben wir keinem Menschen schuldig. Plötzlich trat Petrus auf und er sprach, Leute, was ihr da hört, was da passiert, was da geschieht, das ist nicht menschlich, das ist göttlich. Und dann predigt er eine Standpredigt. Vorher haben sie nur geweissagt. Ich könnte nicht predigen ohne den Heiligen Geist. Und so war auch Jesus.
hatte für die Juden immer die passende Antwort, immer geistesgegenwärtig sagt, und ich sage euch, den Alten ist das und das und das gesagt, auch durch den Heiligen Geist. Früher haben nur etliche Priester, Könige, Propheten den Heiligen Geist gehabt, aber am Pfingsten haben sie ja alle gehabt, alle 120, die dort versammelt waren in dem Zimmer. Ja. Und das ist der große Unterschied, dass der Heilige Geist auf alle ausgegossen wurde. Der Heilige Geist ist der heilige Odem Gottes, die Seele Gottes. Gott hat sich mitgeteilt und die Menschen wurden geistliche Menschen. Es schafft eine geistliche Atmosphäre, Atmosphäre der Liebe. Sie waren ein Herz und eine Seele. Ja? Durch Pfingsten kommt das Wirken Gottes wieder auf diese Erde. Man hört Gott in seiner Muttersprache, man hört die Liebe, die Güte, die Barmherzigkeit. Man versteht Gott anders, als man ja, als Jude oder Moslem oder als Christ, religiöser Christus versteht. Mit dem Heiligen Geist kommt Frucht des Geistes in dieser Welt. Da gibt es plötzlich Resultate. Dann fragen die Leute, was muss es werden? Und da wurden 3000 Leute getauft. Ja. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen des Heiligen Geistes. Und das ist auch, was der Heilige Geist bringt. Kraft zum Durchhalten, Standhalten, ja, stabil bleiben. Da flattert man nicht so hin und her, springt nicht hin und her. Nicht nur den Heiligen Geist, sondern wir sollen auch die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die Lebenskraft, den geistlichen Schwung, Pep, ja, würde der Berliner sagen. Ja. Das Temperament Gottes, die göttliche Vielfalt. Der Heilige Geist bringt Vollendung. Das, was Jesus bei uns angefangen hat, das macht er fertig. Ja, bringt uns zur Reife, zur Erfüllung. Bei der Bekehrung, du blühst auf, aber du musst zuerst mal befruchtet werden und der Heilige Geist befruchtet dich. Ja. Was brachte Pfingsten? Was habe ich davon? Ja, frag dich. Frag dich wirklich, was habe ich von Pfingsten? Habe ich schon Pfingsten erlebt? Ja, durch den Heiligen Geist werden wir Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn. Ja, dann beginnt das Fest der Erstlingsfrüchte. Und das ist die erste Ernte, die im gelobten Land geerntet wurde. Das passierte zu Pfingsten. Das zweite Symbol von Pfingsten war Feuer. Wir haben in England bei den farbigen Geschwistern ein Lied gesungen. Feuer, 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 Feuer fiel auf mich, als der Heilige Geist kam. Und das ist das Geheimnis. Feuer fällt auf die Menschen, wenn der Heilige Geist kommt. Das Symbol der Gottheit. Abraham begegnet Gott im Feuer. Moses begegnet dem brennenden Busch. Ja. Gott begegnet immer im Feuer. Beim Elia offenbart sich Gott im Feuer. Beim Salomo, als er den Tempel einweihte und das Haus baute und weihte, dann kam das Feuer und verzehrte das Opfer. Das Feuer. Gott ist die Flamme. Und der Herr ist in der Stiftshütte gewesen. Auch dort das Feuer. Das Opfer wurde verbrannt. Er offenbarte sich immer selbst in der Wolkensäule, Tag als Wolke und nachts als Feuersäule. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. So offenbart sich Gott auch an Menschen, die erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und daher ist das Feuer ein passendes Sinnbild für den Heiligen Geist. Ja, ein feuriges Zeugnis, welches sich auf jeden setzte und jedem sich bekundigte. Das Gemüt, ich bin begeistert von Gott, Halleluja. Und ich hätte schon losgehen können, aber sie mussten warten, bis der Heilige Geist sie alle erfüllt hat, bis die Pfingstpredigt vollendet war. Nicht, um sie zu verzehren, sondern das Feuer kam, damit sie predigen mit feurigen Zungen, damit sie Brandstifter werden Gottes. Und jeder Gläubige, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, ist ein Brandstifter. Ja? Und ich finde es toll. Ich finde es toll, dass wir Brandstifter sein dürfen. Ich habe diese Tage, hat mir jemand geschrieben, Bruder Matutis, du bist auf TikTok, das ist so Jugendplattform, viele junge Leute sind da, einige Milliarden und etwa 70.000 Leute haben uns angeklickt, meine Predigten, 70.000, das ist eine ganze Menge, verstehst du, dann können sie weiterhören, die Predigt, wenn sie sich interessieren, ja. Aber 70.000 hören so kleine Ausschnitte, was der Peter das im Internet macht. Menschen wurden persönlich von Gott angerührt, berührt, inspiriert, begeistert, vielleicht so ein Brocken irgendwo, aber dann geht es weiter. Der Heilige Geist berührt uns, erleuchtet uns, belehrt uns, der Heilige Geist führt uns, begleitet uns. Wir sind in der Gegenwart Gottes, Halleluja. Und das ist schön, wenn wir Gott erleben dürfen. Und dann, wenn du einmal Gott erlebt hast, einmal geschmeckt hast, sagst du, ich will noch mehr haben. Wo gibt es das? Wo kann ich das hören? Ja? Feuer verzehrt. All die Gläubigen waren wie ein Brandopfer
von Gott seinem Geist übernatürlich entzündet, entfacht, in Brand gesetzt und dann rennen sie. Der Evangelist Modi war ein junger Bursche, hat sich bekehrt und wollte was für Gott tun. Und da war eine Konferenz in Chicago, wie erreiche ich diese Welt für Gott? Und da waren nur lauter Herren, so die Pastoren mit dem Zylinder und Fliege und was weiß ich. Da waren die Pastoren da und die haben referiert, wie erreiche ich diese Welt. Und da war kein Fremder, kein Ungläubiger da, der sich bekehren könnte und so weiter. Und dann sagt Modi, könnte ich in der Mittagspause die Arena oder den Saal benutzen? Und dann sagt er, was willst du da machen? Ja, ich möchte die Ungläubigen hier reinbringen. Das kriegst du nie rein. Ja? Und da sagte er, doch, glaub mir, ich werde es reinbringen. Und dann geht Modi auf den Marktplatz, auf die Straße. Und plötzlich schreit, es brennt, es brennt, es brennt. Und alle gucken, wo es brennt, verstehst du? Und er rennt nach, es brennt, es brennt, es brennt. Und die Leute rennen nach in dem Saal und sie sind in dem Saal drin. Und dann springt er auf die Pult, auf Podest und sagt, es brennt in meinem Herzen. Es brennt, ja. Und das ist das Geheimnis der Evangelisation. Wenn es in deinem Herzen brennt, du wirst die Welt anzünden für Gott. Die Nähe Gottes, das, der Heilige Geist beeinflusst die Menschen. Es brennt, es brennt, es brennt, ja. Auch auf die Maria, auch auf sie fiel der Heilige Geist, ja. Und auf die anderen, heißt es, und da waren auch einige Frauen dabei, ja. Und alle wurden erfüllt vom Heiligen Geist, ohne Ausnahme, ja. Gott hat nicht geschaut, ob das Männlein oder Weiblein ist. Für Gott interessiert das nicht. Für ihn sind das alles Menschen. Menschen brauchen die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Und diese Feuerzungen waren zerteilt. Sie waren alle unter dem Einfluss Gottes. Eine erlösende Flamme, Halleluja. Der Eifer Gottes, die Liebe Gottes brennt da. Es brennt in meinem Herzen. All die Gläubigen wurden solche Fackelträger. So wie jetzt. Es ist in Marseille die olympische Flamme angekommen von Griechenland nach Paris. Ja. Und da wurde diese Flamme dort ans Land gebracht und die Läufer liefen und laufen jetzt noch immer aufwärts durch Frankreich bis nach Paris. Ja. Sie haben die Botschaft Olympia. Ja. Und das Feuer wird durch die ganze Welt getragen. Das Pfingstfeuer wird durch die ganze Welt getragen. Und die ersten Christen erreichten das ganze Römische Reich. Innerhalb des ersten Jahrhunderts wurde das ganze römische Imperium erfüllt vom Christentum, vom Glauben, weil sie von Gott inspiriert waren, weil es in ihren Herzen brannte. Sie haben nicht referiert, wie erreichen wir die Welt für Gott, sondern sie haben das losgelassen. Sie waren Brandstifter, sie waren von Gott beeinflusst. Das Feuer kam in Feuerzungen, in Form von Feuerzungen. Es brannte in ihrem Herzen. Und die mussten es weiter sagen, ich kann es nicht für mich behalten. Ja, muss dir sagen, was mit mir los ist, was ich erlebt habe, ja, und was mit mir passiert ist. Ohne Pfingsten hätten die Jünger niemals den Auftrag Jesu erfüllen können. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Tragt die Flamme Gottes durch die ganze Welt. Ja, geht hin in alle Welt. Und das haben sie gemacht. Der Heilige Geist gab ihnen die Leidenschaft. Ja, sie waren entzündet. Sie haben den Funken gehabt und der Funke reicht aus, um einen Strohhaufen in Brand zu bringen. Ja. Sie haben bezeugt und der Heilige Geist hat die Menschen überzeugt. Und ich habe das nicht geglaubt. Arthur Blessed war bei uns mal in Stuttgart, dieser Kreuzesträger für Jesus, der durch die Welt marschiert ist. Ja. Und der ist durch Stuttgart marschiert und der hat nicht viel gemacht. Er hat das Kreuz getragen und hat ihm gesagt, Jesus liebt dich, Jesus ist gut, preis dem Herrn und was weiß ich. Und die Hand, die Leute berührt und sie gesegnet. Und wir haben über 28 Leute von dieser Aktion bekommen in Stuttgart. Nur einmal durch Stuttgart durchgelaufen. Ja, 28 Leute. Und das ist ja, die Botschaft des Evangeliums. Wir werden Brandstifter. Keep smiling. Jesus loves you. Das war seine Botschaft so. Ja. Gott will eine brennende und eine redende Gemeinde und eine bekennende Gemeinde haben. Feuer steht immer für Inbrunst, Eifer und Leidenschaft. Als Jesus ja, mit den Emmaus-Jüngern sprach, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Und erst beim Brotbrechen merkten sie, das war doch Jesus. Ja. Plötzlich merken sie, dass es Jesus war. Und der Heilige Geist kommt in Form einer Taube und der bringt Frieden. Das war Jesus. Und dann rennen sie ganz schnell nach Jerusalem wieder zurück und erzählen, was passiert ist. Uns ist der Herr begegnet. Was Pfingsten uns brachte, ja. Wir haben an Pfingsten Wind und Feuerflamme erlebt. Gott hat etwas entfacht, was? Feuer ganz richtig entfacht. Wir haben
zu Hause mit so Holzöfen gehabt und dann musste man mal angezündet hat, pusten. Ja, wir haben pusten müssen. Das Feuer muss angepustet werden. Der Heilige Geist muss von Gott angepustet werden in unserem Leben. Der Heilige Geist brachte den Odem Gottes. Ja, Jesus hat seine Jünger angehaucht und pustet sie an und der Funke wurde größer und dann plötzlich brannte, dann kannst du noch mehr Holz dazulegen. Der Heilige Geist will uns immer was auslösen, etwas bewegen. Ja, wir müssen nur zulassen, dass er an uns selber, an uns arbeitet, Gott Raum geben. Er gibt uns die Idee, die Motivation. Er gibt uns das Zeugnis. Ja, das Zeugnis des Heiligen Geistes, das ist so wichtig. Er macht uns fragend, weckt unser Interesse. Was war das? So wie jetzt hier am Pfingsten damals, die Leute fingen an zu fragen, wo soll das hinführen, was soll das werden, wenn jede Omi weissagen kann, jeder Bub prophezeien kann, die Ältesten Träume haben und Visionen, was weiß ich. Ja. Sie wurden alle voll Heiligen Geist und sie wurden fragend. Der Heilige Geist macht uns fragend. Das ist Pfingsten. Was ist das? Verstehst du? Zuerst mal, du hast Angst, da beten sie alle durcheinander, verstehst du? Das ist ein Chaos. Aber in diesem Chaos ist eine perfekte Ordnung. Sie waren einmütig beieinander und das ist wichtig. Gott legt großen Wert auf die Einmütigkeit. 120 Leute. Schon zwei Leute zusammen auf Einmütigkeit zu bringen, ist ein Problem. Aber stell dir mal vor, 120. Ja, du könntest leichter einen Sack Flöhe hüten, als 120 Leute zusammen auf einen Nenner zu bringen. Aber der Heilige Geist bringt die Leute auf einen Nenner. Ja, sie waren ein Herz und eine Seele, dass sie anschließend alles verkauften. Lies mal Apostelgeschichte 2 und dann weiter. Ja. Dass sie einfach noch gesagt, wir möchten mehr haben, mehr von Gott, mehr von seiner Kraft. Denn zuerst, manchmal wollen die Leute nur, haben sie sich gestritten, wer wird rechts sitzen, wer wird links sitzen. Schon zwei Brüder, verstehst du, haben sich gezankt. Wer ist der Größte unter ihnen? Aber jetzt 120 sitzen beieinander, Männer und Frauen. Und alle bekamen eine Feuerzunge. Wenn Gott was gibt, gibt er allen alles gleich. Ja? Gott macht keinen Unterschied. Hatte Petrus eine größere Feuerzunge gehabt? Verstehst du, wie ein Indianerhäuptling, verstehst du, dass er dort war? Nein, hat genau so viel gehabt, was die Maria und was die Geschwister, anderen Geschwister gehabt haben. Gott gibt weiter und wir müssen mit den Gaben wuchern. Plötzlich steht Petrus auf und hält die Predigt. Nicht, dass er weissagt, er hält die Predigt. Ja? Du bekommst den Funken, leuchten musst du selber, wie ein Leuchtkäfer, Marienkäfer. Ja? Die Fackel musst du selbst nachher weitertragen, weitergeben, weiterleiten. Du musst nachher selbst ansteckend wirken, den Segen auf andere übertragen, was es auch immer ist. Dieser Ananias in Damaskus, der legt dem Paulus die Hände auf und er wird auch erfüllt durch den Heiligen Geist und spricht auch in anderen Sprachen. Ja. Du legst auf andere Leute die Hände, du segnest andere Leute in meinem Namen. Ja, hier in Jesu Namen sind wir Gottes Werkzeuge. In meinem Namen werdet ihr auf Kranke die Hände legen, Schlangen vertreiben, in anderen Sprachen reden. Lies mal Markus 16, was dort alles drinsteht. Gott gibt seinen Geist denen, die ihn gehorchen, noch ganz schnell. Durch die Handauflegung gibst du weiter und machst andere Leute zu erwählten Werkzeuge. Das, was du bist, kannst du nur weitergeben, was du nicht hast. Ja? Und auch der Paulus, als er nachher nach Ephesus kam, Apostelgeschichte 19, ja, da waren einige Jünger des Johannes und die beten, die sind andächtig, die sind still. Ja, und dann fragte, Leute, bei euch stimmt was nicht. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ja? Und man empfängt den Heiligen Geist, wenn man gläubig wird. Sollte man auf jeden Fall. Ich sagte, wir haben noch nie was gehört vom Heiligen Geist. Das ist höchste Zeit jetzt. Und das sind schon 30 Jahre nach Pfingsten. Ja? Und die beten immer noch, Brüderchen zusammen. Und da geschah, ja, als Paulus dort kam, und habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und dann lassen sie sich nochmals taufen. Weißt du, die waren ja sorgsam, ließen sich taufen und sie empfingen den Heiligen Geist. Und dann das ganze Gebiet wurde erfüllt durch den Heiligen Geist. Ja, das ganze Gebiet. Und ja, Paulus hat denen die Hände aufgelegt und sie weissagten und sie redeten in Sprachen, heißt es weiter. Was hat uns Pfingsten gebracht? Nicht nur, dass wir ein einmaliges Erlebnis haben, nein, ein permanentes Erlebnis überall. Ja. Der Heilige Geist kam auf sie, ja, vorher kam er nur auf Einzelne, aber jetzt kam er auf sie alle, ja. Und der Heilige Geist ist für alle Zeiten. Als Petrus beim Cornelius, Apostelgeschichte 10, Vers 44, predigt, ja,
Und der Cornelius hat einen Auftrag gehabt, hol den Petrus, das wollte ich erzählen. Und dann predigt er. Und während der Predigt fiel der Heilige Geist auf seine ganzen Verwandten und seine Freunde, was er dabei gehabt hat. Ja, fiel auf alle. Und da war Petrus ganz verblüfft, was die empfangenen Heiligen Geist, genauso wie wir. Und die waren nicht einmal getauft. Stell mal sowas vor. Selbst nicht getauft empfangen den Heiligen Geist. Und hier haben alle den Heiligen Geist empfangen, die Verwandten von Cornelius. Die hat er eingeladen, lest mal nach. Ja. Und das erste Zeichen war, was da passiert, sie sprachen in Zungen. Ich werde darüber die nächsten Tage noch sprechen. Genauso wie die Jünger am Pfingsten. Feuerzungen, ja, ist zuerst eine Gebetssprache. Da lallst du, ist eine Kindersprache, weil mehr nicht. Ja. Eine Universalsprache, die im Himmel gesprochen wird. Ja. Die Kinder sprechen. Beim Turmbau zu Babel wurden die Sprachen verwirrt. Da konnten sie das Projekt nicht mehr ausführen. Und Pfingsten werden wieder die Sprachen zusammengebracht. Und sie reden mit Gott. Und sie verstehen sich einander. Sie beten im Geist. Und Zungensprache ist nichts anderes als eine Gebetssprache, meine lieben Leute. Nicht, dass ich auf der Straße missioniere und Englisch predige oder sonst was. Darum muss ich lernen. Ja. Aber das belebt mein Gebetsleben. Engelsprache, da lallst du. Ja. Und ich möchte dir Mut machen, bete in Sprachen. Paulus schreibt im 1. Korinther 14, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Ja, lass dein Inneres sprechen. Lallst du, verstehst? Mit einem unaussprechlichen Seufzen vertritt uns der Heilige Geist. Wenn du in Sprachen betest, dann rede dein Unterbewusstsein, dein Herz. Ja. Du betest im Geist, du wirst die Gaben freisetzen und dann irgendwie, was war denn das, verstehst? Als ich den Heiligen Geist empfing, ich konnte in 5 Minuten 6 Sprachen sprechen. Ich war verblüfft. Mein Pastor hat mich nicht verstanden. Das ist alles vom Teufel, hör doch auf damit. Weißt du, ungläubige Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, die können das nicht erklären, was es ist und was es bedeutet. Ja? Zungenreden kann nur einer erklären, der selbst Zungenreden bekommen hat und in Sprachen spricht. Und das Phänomen des Christentums ist, dass wir in Zungen reden. Ja? In der Bibel, im Neuen Testament, wird 35 Mal erwähnt und sie sprachen in anderen Sprachen. Gott erfüllt sein Buch, die Bibel, nicht mit Unsinn. Ja? Aber das ist die Sprache des Himmels, nicht Hebräisch, Griechisch oder Lateinisch. Vergiss es alles. Der Heilige Geist will unsere Sinne erfüllen und das hat viele Vorteile. Was brachte uns das Pfingsten? Ja? Du fragst, was bringt das Sprachengebet? 1. Korinther Kapitel 14, Vers 4. Ja, wer in Zungen redet, baut sich selbst auf. Stell dich vom Spiegel und fang an zu lallen. Ganz einfach. Du musst nur Mund aufmachen. Der Heilige Geist wird nicht deine Zunge rausnehmen und dir was bewegen. Nein, das musst du machen. Du musst sprechen. Ja. Wenn du in Zungen sprichst, da wird deine Batterie aufgeladen. Du erbaust dich selbst. Halleluja. Lob und Dank. Zungensprache ist die himmlische Sprache im Jenseits. Nicht hier. Nicht hier. Nicht für hier. Deutsch spricht man in Deutschland. Spanisch in Spanien. Aber himmlisch im Himmel. Und das musst du von Gott empfangen, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Viele Menschen definieren Zungenreden fälschlicherweise als Unsinnreden oder Unsinnbeten. Die Wahrheit ist, dass Zungenreden das Intelligenteste ist, das Perfekteste im Universum. Schon ein Kind kommt auf dieser Welt und hat die komplette Grammatik und es lallt nur. Es lallt nur, ja. Es ist Gottes Sprache. Im Himmel wird es gesprochen. Und wenn du das nicht gelernt hast, wirst du im Himmel nicht zurechtkommen. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass du die Sprache Gottes lernst. Ja, diese himmlische Sprache. Und der einzige Unterschied besteht darin, dass die Menschen im Himmel verstehen, was sie sagen. Du musst es nicht verstehen. Ich muss es auch nicht verstehen. Mein Geist muss es auch nicht verstehen. Denn der Heilige Geist erforscht meinen Geist und gibt meinem Geist Zeugnis. Und Jesus sagt, dass diejenigen, die im Glauben sind, Markus 16, 17, die werden in anderen Sprachen reden. Die werden es tun, von sich aus. Ja, die werden in Sprachen beten. Bis Jesus hat niemand in neuen Sprachen gesprochen. Sie hörten die großen Taten Gottes in der Muttersprache. Was das heißt, ja, was hat er denn jetzt gesagt? Ja, was soll das sein? Ja? Durch die Neugeburt bekommst du auch eine neue Sprache, in aller Liebe. Und das geschah am Pfingsten. Alle Wiedergeborenen sollten eine neue Sprache lernen, bekommen diese himmlische Sprache, ja, vom Geist Gottes. Und die Leute, die Jünger hörten, Apostelgeschichte 2, Vers 13, dachten, sie sind betrunken.
Ein Betrunkener lallt auch. Verstehst du? Okay, schau doch mal den Betrunkenen, wenn er nachts nach Hause kommt, voll besoffen. Ja. Und sie machte sich über die Jünger lustig. Aber die Lust, das Lustigsein hört noch auf. Die Leute hörten in der Muttersprache, und es waren Ausländer, lies Apostelgeschichte 2, Vers 8, die großen Taten Gottes. Gott ist gut, Gott ist wunderbar, Gott ist herrlich, Gott ist fantastisch. Und sie konnten nicht herausfinden, wie war das möglich? Ist das klar? Dass die Jünger das Evangelium nicht in Zungen predigten, sie predigten nicht in Sprachen. Glaubt, dass es nur Petrus steht nachher, Apostelgeschichte 2, Vers 11, trat auf und predigte. Aber die anderen haben Gott nur gelobt und gepriesen. Es ist eine Gebetssprache gewesen. Sie haben die Wunder Gottes verkündigt. Und sie sprachen nicht zu Menschen, sondern zu Gott. 1. Korinther 14, Vers 2. Sie sprachen zu Gott. Die Menschen hörten einfach zu, wie sie Gott lobten. Gott ist gut, Gott ist wunderbar, Gott ist herrlich. Ja. Und erst als Petrus aufstand und dann in einer hebräischen, aramäischen Sprache wahrscheinlich zu der Menge anfing zu sprechen, da predigte das Evangelium. Zungenreden ist also keine übernatürliche Sprache zu den Menschen, dass du plötzlich Deutsch oder das machst. Passiert auch, aber ja, aber es ist eine übernatürliche Sache. Und die Jünger sprachen keine menschlichen Sprachen, sie redeten unbekannte Sprachen. Apostelgeschichte 2, Vers 1 und folgende Verse kannst lesen. Als Pfingsttag kam, waren sie alle einmütig an einem Ort und plötzlich, ja, das sprudelt raus, das hat man nicht gelernt. Ja, plötzlich sprach jeder, ja, plötzlich wurde die Ruhe durchbrochen, plötzlich hat sich der Heilige Geist offenbart und sie machten die Erfahrung, wovon der Johannes der Täufer predigte: Der, der nach mir kommt, ich taufe mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Und jeder Christ glaubt an die Taufe vom Wasser, das ist ganz normal, aber du sollst auch an die Taufe im Heiligen Geist glauben und akzeptieren und annehmen. Ja, gläubige Menschen sollten den Tröster empfangen. Oh, ich kann Gott alles sagen. Ich kann Gott sagen, wo mir der Schuh drückt. Ja, so wie du mit Wasser getauft werden kannst, so kannst du auch mit dem Heiligen Geist getauft werden. Der Heilige Geist greift uns unter den Arm, ist unser Tröster, bewahrt uns vor Sturz und Stolpern, bewahrt uns vor Straucheln, bewahrt uns vor Fallen. Ja, der gläubige Mensch braucht auf allen Gebieten Hilfe. Komm, du Tröster. Vater, ich danke dir, dass du uns den Tröster versprochen hast. Und wir erleben seit 2000 Jahren, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist wirkt unter uns. Und wenn irgendwo Menschen sind, die noch nicht erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, lieber Vater, lieber Jesus, bitte den Vater, dass sie auch erfüllt werden mögen in Jesu Namen. Amen. Wir hören das schöne Lied, wenn der Geist Gottes auf mir ruht. Und der Heilige Geist sollte auf jeden ruhen. Und ich habe schon über 60 Jahre den Heiligen Geist. Und ich freue mich, dass der Heilige Geist mich leitet, dass ich voll sein kann vom Heiligen Geist. Gott möge ja auch dir das schenken, dass du glücklich bist. Das, was er mir schenken konnte, kann er auch dir schenken in Jesu Namen. Amen.